Da ist man aber schon ein bisschen. Ui, Vorsicht. Ich glaube, ich muss ja mal weg. Hilfe. Hui. Also, das ist schon, wie gesagt, abenteuerlich hier. Dabei sieht das von hier so aus, als würde man da durch können. Aber es sieht wohl nur so aus, nicht? Soll ich da mal zu Fuß rein? Ist da noch ein Papagei oder ein Schmetterling? Ich glaube, ich gehe mal zu Fuß rein. Ah, du warst das. Okay, da brauche ich nicht zu Fuß reingehen. Da ist er mir nachgesprungen. Jetzt schwimmt er da rum. Hallo, wenn du aus dem Wasser kommst, wirst du sowieso gleich verbrennen. Kann er vom Wasser aus auch schießen? Oder musste erstmal auf Land. Tja, da bist du in einem Dilemma. Entweder kannst du nicht schießen oder du verbrennst. Ja, aber wirklich, es gibt kein Dorf mehr. Außer dem einen haben wir echt Schwein gehabt. Also wirklich ganz großes Glück, glaube ich. Denn hier in der Ecke, ich meine, bei diesen Bergen, da kann ja auch gar kein Dorf. Da kann ja auch kein Dorf sein. Hier ist der Urwald. Da sieht es wieder so aus, als könnte da was sein, aber wenn man weiterfährt, dann werden die Berge nachgeladen. Hier sind wir in einer toten Bucht angekommen. Ah, ja. So, wo kann man auf M? Irgendwo kann man gucken, ob es Dörfer gibt. War das B? Nein. Das ist ein Wegpunkt. V? Wahrscheinlich auch so Marken setzen oder was. So, vielleicht steht ja hier Maya. Also Maya spreche ich schon geflossen. Ja, Language Level. Wunderbar. Ich bin noch neutral bei denen, aber schon im grünen Bereich. Find a villager able to guide you in Indian village where you have friend of the village war the first mission. Aye, Norman Village. Ja, wir müssen einige Dörfer finden, aber es gibt ja keine Dörfer anscheinend hier. Da ist wieder so ein einzelnes Haus. Das können wir uns mal angucken. Da gibt es vielleicht wieder was in den Kisten abzuräumen. Ah! Your village located. Nordwest.
90 Meter im Südwesten. Okay. Ach, da sehe ich's doch. J. Halt. J. Da ist das Dorf. Was wir da gesehen haben. Hier sind wir doch schon mal rumgefahren, rumgelaufen. Wenn wir es noch ein Stückchen weiter ja, siehste. Da sind wir ganz am Anfang hier gewesen. Ich weiß nicht, sind wir hier gespawnt oder was? Keine Ahnung. Und dann hätten wir einfach in die andere Richtung laufen können. Eieiei. So. Jetzt werde ich einfach mal hier mein Bett aufschlagen. Das war auch mal was Neues. Vom Boot direkt ins Bett. Huch. Okay, dann gucken wir mal. Hier müssen wir hin. Hier soll irgendwo das Dorf sein. Ja, da laufen ja auch schon welche rum. Hallöchen, was seid ihr denn? Erstmal gucken. Ich glaube, ich muss meine Hand frei machen. Nicht, dass ich die irgendwie aus Versehen mit irgendwas bedrohe. Oh. So, was seid ihr für Leute? Sieht irgendwie aus einer Eskimo. Nunaakik, Population 7. Okay, alles klar, da habt ihr acht Gebäude. Schauen wir uns mal an. Also, naja, das ist prima. Da im Westen ist ja noch so ein anderes Gebäude oder im Osten oder wo auch immer das ist. Was würdet ihr mir denn abkaufen von dem, was ich habe? Gar nichts. Snow Bricks, oh ja, gut. Eis, da habe ich alles nicht. Die machen selber eher Schnee oder was? Ja, in einer Tropengegend natürlich als Eskimo zu wohnen. Das ist schon eine harte Sache. Das gebe ich zu. So, wo ist jetzt dieses andere Ding hier? Dieses komisch, habe ich mein Bett überhaupt, mein Boot überhaupt mit? Ich habe das Boot gar nicht mitgenommen. Das sollte ich natürlich noch machen. Wo ist es denn? Da liegt es noch. Das Boot sollten wir mitnehmen. So. Und dann hatten wir ja gesagt, dass wir hier also noch ein Inchicook-Type und noch ein Inchicook-Type. Kölsche Inuit, die haben ja drei Inuit-Dörfer, also 200 Meter im Nordwesten und im Südwesten. Okay, im Nordwesten und im Südwesten. F3. Schauen wir mal. Wir schauen jetzt in Richtung. Ach, ich brauche einfach nur auf die Karte gucken. Südwesten und Nordwesten. Das heißt, Nordwesten ist dann hier. Entschuldigung. Hier ist Nordwesten. Wo ist denn hier noch ein Dorf? Südwesten war dann ein anderes Dorf. Ich
Ja, hier sind ja auch einige Flüsse, das ist auch sehr schön für ein Dorf. Da liegt, glaube ich, das nächste Dorf schon. Siehst du, so war das in dem einen Let's Play auch, was ich da gesehen hatte. Da hat die Spielerin auch einen Haufen Dörfer gefunden. Alle dichte beieinander. Ich weiß nicht, ob das jetzt Inuit waren oder irgendwas anderes. Danke für die Schweine. Oh, nett, was zu essen. Hoffentlich ärgert sie das nicht, wenn ich hier irre. So, wo ist das Hauptgebäude denn jetzt hier? Ihr habt aber auch euer Land hier ein bisschen blöd angelegt. Da müsst ihr ja da schwimmen können. Könnt ihr das denn überhaupt? Oh ey, das ist ein schönes Gebäude. So. Ja, tatsächlich. Sie wollen schwimmen können in Angakok Kashim. Habt aber viel Wasser. Die schwimmen tatsächlich da rum. Die schwimmen tatsächlich. Wo seid ihr denn? Was sammle ich denn hier alles auf? So, das ist jetzt. Das ist ein Dorf. Hier ist das nächste Dorf. Und das andere Dorf war da oben. Im Südwesten, im Nordwesten. Das heißt, das muss denn da sein. Da guckt mal an, wenn wir hier gestartet sind. Wir hätten nur ein bisschen übers Wasser, da wären wir in dem Inuit-Dorf gewesen. Hier ist schon was. Ist schon seltsam. Da entscheidet man sich für einen Weg und es ist der falsche, wie so oft im Leben, ja. Man entscheidet sich für einen Weg und man stellt dann viel später fest, dass man, wenn man in die andere Richtung gegangen wäre, nach wenigen Metern bereits was ganz anderes. So, jetzt hakt er. Das sieht aus wie ein Dorf. Ist schon wieder ein Dorf, ja. Auf den Chat. So, jetzt habt ihr hier auch noch ein Dorf. Da wollte ich gar nicht gucken, wo sind denn eure? Ja, das könnte man abgraben. Alles klar, hier ist wieder. Ach, da waren wir doch gerade. Ist das nicht das Dorf, wo ich schon war? Gucken wir mal. Ja, natürlich ist das das Dorf, wo ich war. Okay. Ja, mit Schneeblöcken kann ich hier natürlich nicht dienen. Irgendwo muss hier auch noch eins sein. Erstmal was essen. Ist das das da? Hier ist noch eins. Das liegt auch sehr malerisch hier, aber ihr habt überhaupt keinen Platz zum Bauen. So, wo ist hier der Eingang zu eurem Hauptgebäude? Hier. Da, 10 Gebäude immerhin, alle dicht beieinander. Ja, hier könnte man natürlich wirklich was abgraben. Was pfeift denn da so?
So, das erste Inuit-Dorf, Eskimo-Dorf, dem es Papageien gibt wahrscheinlich. Das erste Inuit-Dorf mit Papageien. Okay, dann werden wir uns mal hier auf den Weg machen. Chamomile. Pumpkin. Kamille ist das, ne? Ja. Was haben wir noch? Pork, Hawks, Schweinehaxen. Ja, wir haben viel gesehen. Fahren wir doch mal wieder zurück. Also es gibt doch noch mehr Dörfer. Und dieses hier ist wahrscheinlich am nächsten von uns, aber man muss trotzdem noch eine ganze Ecke fahren. Lass mal wieder runter scrollen hier. Wo ist denn jetzt unser Dorf? Ach Gottchen, das ist ja dahin. Ja, das ist wirklich eine ganze Ecke. Machen wir noch hier so einen Umweg. Fahren wir noch mal da so ein bisschen rum. Gucken uns dann da die Küsten an. Vielleicht finden wir ja auch noch was. Das hier ist die komische Höhle. Ja. Gibt es einen netten roten Sand. Hier kann man schön was abbauen. Dann. Das ist eine schöne Gegend. Schön bunt, das gefällt mir. Frage ist, gibt es da vielleicht noch ein Dorf? Oder nicht? Ist wieder ein Leuchtturm oder könnte auch ein Dorf sein. Nein, was ist das denn hier? Irgend so eine finstere Kirche oder was? Im Südosten haben wir indische Kultur. Auch das ist doch hier. Jetzt ist es hier gespawnt. Das Dorf. Oba has made the advance mit Marco Polo. Wunderbar. Okay, prima. Hallo Kamalaya. So, schauen wir mal auf die Karte. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, da sind wir wirklich vorbeigelaufen an den Dingern. In unserer ersten Folge. Okay, wir wollen da nicht weiter drüber reden. Shift-Taste. Mal ein bisschen umgucken. Das Boot nehme ich mit. Was habt ihr denn hier gebaut? Das ist ein Heiligtum. Hier ist euer... Ihr habt ja sogar Türen und alles. So, wo ist euer Zentrum? Euer Dorfzentrum, was ist das? Da bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Hier oben, das sieht so aus wie das Hauptgebäude. Das ist schon etwas größere. Nein, das ist nicht das Hauptgebäude. Oder? Wo ist das Hauptgebäude? Das hier ist nur der Aussichtsturm. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo das Hauptgebäude wäre, dann könnte ich mir mal angucken, wie eure Karte aussieht. Vielleicht ist das hier das... Nein. Oder hier. Nein,
Das ist das Gasthaus. So, kann ich mich irgendwo hinlegen bei euch? Das fällt nicht gerade. Aber vielleicht hier hin. So, ein indisches Dorf haben wir hier. Immer mal einsammeln, was wir so finden. Wo ist denn euer Hauptgebäude, Freunde? So, hier liegt viel zu essen rum. Das ist gut. Das kann ich schon gar nicht mehr aufnehmen. Was ist das? Die Kamille tue ich mal zur Seite. Was ist das? Ach, das ist wieder Fledermaus-Scheiße, nicht wahr? So, wo ist euer Hauptgebäude, Freunde? Ihr müsst doch ein Hauptgebäude haben. Wo ist das Hauptgebäude? Das da oben war es nicht, aber da waren noch welche. Hier hinter vielleicht. Oh, das Dorf ist ja schon ein bisschen größer. Auch hier hast du das Haus sogar direkt in den Bergern gebaut. Das ist auch nicht schlecht. Hier ist das Hauptgebäude. So. Village Map. Ja. Okay, das ist Village Center, Zentralstore. Da bin ich jetzt wahrscheinlich gerade drin. Okay. So groß sieht es aber gar nicht aus. Das Zentralgebäude. Ach, da habt ihr hier. Auch die ganze Fläche wahrscheinlich mit gemeint. Ja, das ist doch mal ein richtig schönes malerisches Dorf. Ginseng. Ginseng ist vielleicht gar nicht schlecht. Ist mal was Neues. Ginseng. Vielleicht kann man da ja was Hübsches draus machen. Delivering Resources. Hey. Wie mit der Rädern. Was ist mit dir los? Jetzt rennt der rum wie so ein Idiot. Eieiei. Na gut, dann eben nicht. Wo war jetzt das Hauptgebäude? Hier war das. So, was kauft ihr mir denn so ab? Alles Mögliche. Sandstone und so weiter. Roten Sandstein. Also alles, was es hier so gibt. Okay. Immerhin seid ihr leichter zu befriedigen als die Eskimos da in den Tropen. Das wären die Eskimos, denen man einen Kühlschrank verkaufen könnte. So, was ist das für ein Zeus? Aber ach, das sind dann so tropische Sachen. Und da ist vielleicht noch so was Essbares, oder? Linsen. Okay. Die Frage ist natürlich, wie ich mein Dorf oder wie ich meine Vorräte vor den Ratten schütze. Das weiß ich jetzt allerdings immer noch nicht. So, fahren wir mal nach Hause und
Jetzt haben wir eine Stunde 20. Na, kommen wir da durch? Eher nicht. Okay, fahren wir wieder nach Hause. Eine Stunde 20 haben wir gespielt. Das sind, sagen wir mal, 3 Folgen. Vielleicht 4. Mal gucken. Da ist wieder der Leuchtturm. Das war der mit der Höhle, ne? Ja, ich sehe das da am Fluss. So, es hakt. Es hakt.